Ich habe heute einen ganzen Karton voll mit alten Fußballtrikots von mir am Start und 11 Fußballtrikots werden unser heutiges FIFA 22 Team bestimmen. Ich habe unfassbar Bock auf dieses Video. Ich werde gleich nach und nach die Trikots aus dem Karton holen und dann werden wir daraus das Team bauen. Wenn euch die Idee gefällt, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und nicht mehr zu den Schlingeln zu gehören, die meine Videos schauen, aber nicht meinen Kanal abonniert haben. Von dem her, lasst ein Abo da, Jungs, und dann würde ich sagen, wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wir sind in FIFA 22 angekommen und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein in die Geschichte. Ich muss jetzt 18 Trikots aus dem Karton holen, weil ich werde auch noch die Bank mitmachen und dann können wir da so ein bisschen Abwechslung in unser Team reinbringen. Der Karton ist wie gesagt randvoll mit Trikots. Ihr werdet schon sehen, in welche Richtung das geht. Vielleicht werden sich auch einige schon denken können, würde ich sagen, hole ich das erste Trikot raus. Alles klar, der Karton steht neben mir. Ich werde jetzt immer blind reingreifen und mir irgendwas raussuchen. Und wir starten rein mit, oh, wer hätte es gedacht, ein Werder-Trikot aus der Saison, frag mich nicht, von der Legende himself, Max Kruse. Grüße gehen raus, Max Kruse. Let's go, wir starten das Video einfach mit einem klassischen Max Kruse. Bester Mann, ich war immer ein Riesenfan von ihm, er ist einfach ein geiler Typ. Hashtag InternetRambo. Das Trikot spannt auf jeden Fall ordentlich, aber egal, legendäres Trikot. Und dann würde ich sagen, machen wir ganz schnell weiter. Ich greife das nächste Mal in den Karton und dieses Mal wird's ein Deutschland-Trikot aus dem Jahr 2006. WM 2006 hier auf ganz, ganz, ganz optimistisch selbst noch den vierten Stern drauf geballert. Der vierte Stern für Deutschland 2010. Alles klar, Digga. Sehr, sehr optimistisch. Und hinten drauf, das war früher einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Michi, Junge, Michi Ballack. Das geht doch richtig gut weiter. Michi Ballack für unser Team. Ramos, das Trikot ist mir auch ultra zu eng. Ich war da 11 Jahre alt bei der 2006er WM. Von dem her, also ich weiß nicht mal, wie ich da überhaupt reingekommen bin. Aber wir holen uns Michael Ballack. 1,2 Millionen Coins für seine Prime Moments Icon. Ich habe letztes, Digga, ich habe gestern bei dem Video mit den Icons, mit den Moments Icons so viel Verlust gemacht. Das war der absolute Wahnsinn, Jungs. Lasst Supporter, lasst ein Like und ein Abo da für die Videos. Die sind unfassbar teuer. Das Team entwickelt sich sehr gut, wie ich finde. Ich muss so schnell wie möglich aus diesem Trikot raus. Es geht gar nicht. Wir holen uns das nächste Trikot. Bitte kein, Digga, bitte kein Trikot von den ganz frühen Zeiten. Das sieht mir nach Liverpool aus. Legendäres Trikot, das habe ich mal bei einer Kooperation zugeschickt bekommen. Sehr, sehr geil. Und zwar ist das vom Champions League Finale 2005, als Liverpool gegen den AC Mailand die Champions League gewonnen hat. Das Trikot passt deutlich besser, ist in L und ich glaube, es ist nicht mal original. Aber egal, wir kaufen uns Stevie G. Wir können uns nur den holen. Der stand 2005 natürlich auch auf dem Platz, hat die Champions League mit Liverpool gewonnen. Und ansonsten gab es da jetzt nur noch Dudek, glaube ich. Den Keeper werden wir bestimmt auch noch irgendwie zusammenbekommen. Damit die nächste Prime Moments in unserem Team. Das wird so geil. Und dann würde ich sagen, greifen wir das nächste Mal in den Karton. Ah, es ging sehr, sehr gut los mit einem Non-Rare Max Kruse. Wir machen weiter. Es ist wieder ein Werder-Trikot. Und was für eins. Und was für eins. Es ist das Trikot von meinem absoluten Lieblingsspieler Diego gewesen. Junge, Junge, die 10, vorne einige Unterschriften darunter, glaube ich. Rosenberg, Naldo, Diego müsste auch unterschrieben haben. Absolut, absolut wild. Mir kommen fast die Tränen, es ist zu geil. Und Diego gibt es natürlich nicht mehr in FIFA 22. Vielleicht in FIFA 23 als Hero-Karte, das wäre übertrieben geil, aber der ist noch aktiv in Brasilien unterwegs, aber hat lange mit Klose zusammengespielt, beziehungsweise was heißt lange? Er hat eine Saison auf jeden Fall mit Klose zusammengespielt und da waren die unfassbar geil zusammen. Von dem her, ich hole mir Prime Moments Klose ins Team. Und dann geht's wieder rein ins Trikot. Ich habe das Trikot von gerade übrigens nicht angezogen. Bodenlos. Wirklich bodenlos. Kann ich nicht machen. Und dann holen wir uns jetzt das nächste Trikot. Wenn die Trikots mir passen, ziehe ich sie an. Aber wenn es danach aussieht, als hätte ich... Ja, keine Ahnung, lass mal's. So, was ist das? Das ist mal wieder ein Deutschland-Trikot. Ihr werdet heute sehen, das Team wird größtenteils aus Deutschland und Werder Bremen-Spielern bestehen. Und das ist das WM-Trikot von 2014, Mario Götze. Den hatte ich damals hinten drauf und der hat im Finale das Siegtor erzielt. Unfassbar geil. Und Mario Götze, leider ohne Special Card in FIFA 22, aber der kommt definitiv erstmal rein in unser Team. Götze, Götze, Mario Götze.
900 Münzen. Wir bekommen ihn für unser Team. Sieht eigentlich echt stabil aus noch, die Karte. Das Tempo ist natürlich nicht super geil, aber vielleicht bekommt er ja noch irgendwie eine Flashback-Karte oder so. Dann sollte der ganz gut abgehen. Wobei er letztes Jahr auch schon eine bekommen hat und vorletztes Jahr, glaube ich, auch. Aber was soll's. So, weiter geht's. Ich greife in den Karton voller Trikots und ziehe. Was ist das denn? Costa Rica. Junge, jetzt geht's aber los hier. Costa Rica Trikot. Jetzt fragt ihr euch, warum zur Hölle hat Julius ein Costa Rica Trikot? Das liegt daran, 2018 wurden wir nach LA eingeladen zu EA Play und durften dort FIFA spielen. Da haben wir ein großes FIFA-Turnier mit allen YouTubern gespielt und ich habe die Nation Costa Rica zugelost bekommen und dann passenderweise noch das Trikot dazu. Und bei Costa Rica fällt mir eigentlich nur einer ein, Keylor Navas, den können wir uns ins Tor stellen. Das finde ich dann eigentlich echt ganz nice, noch ein Mann aus Costa Rica ins Tor, 60.000 Münzen. Sehr, sehr wildes Team bis jetzt. Sehr, sehr wild. Vamos, wir machen weiter mit dem nächsten Trikot. Wird rausgezogen, das Trikot. Und das wird mal wieder ein Werder Bremen Trikot. Und zwar, das wird das Trikot aus der Abstiegssaison, glaube ich. Oder war es ein Jahr davor? Ich bin mir relativ unsicher. Ich glaube fast, dass es ein Jahr davor war. Mit allen Unterschriften der Mannschaft habe ich von EA damals bekommen. Alles klar, das Trikot ist aus der Saison, als sie den Abstieg gerade so noch vermeiden konnten. Sehr, sehr witzig. Hier sogar noch mit Preisschild. Grüße gehen raus an EA. Sehr, sehr coole Sache. Sollte man sich eigentlich einrahmen, das Ding. Und weil ich einfach mit dem Abstieg von Werder Bremen einen Mann komplett verbinde, kaufe ich ihn für die Bank. Davy Selke. Grüße gehen raus, mein Bester. Mach die Bank schon mal warm, mein Newton. Wir ziehen das nächste Trikot. Könnte sein, dass das Video extrem lange wird. Aber was soll's. Ich hoffe, ihr feiert. Schreibt es mir in die Kommentare. Ein Deutschland-Trikot mal wieder am Start. Die Nummer 21 war, glaube ich, von irgendeiner EM. Steht das hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Aber da war ich anscheinend Marco Reus-Fan. Von dem her Marco Reus. Und da holen wir uns natürlich die Road to the Knockout-Karte Reus 89er. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall eine coole Karte. Sehr deutschlandlastig das Team. Bin ich mal gespannt, wie es ganz am Ende aussehen wird. Und dann machen wir jetzt weiter mit dem Trikot von... Oh, shit. OG-Trikot. Kolumbien-Trikot von der WM 2014 müsste es, glaube ich, auch gewesen sein. Mit der Nummer 24, wer soll es anders sein als... Victor Ibarbo, oh mein Gott, den gibt es leider nicht mehr in FIFA 22, das ist schade. Ibarbo gibt es wie gesagt nicht, deswegen holen wir uns aus der aktuellen Promo Davinson Sanchez Foot Birthday. Sieht sehr, sehr geil aus, aus Kolumbien, passt von dem her gut rein ins Team. Der Torwart wird lost sein am Ende, aber egal, Hauptsache das Team sieht cool aus. Nächstes Trikot aus dem Karton, wir ziehen es schnell raus und das ist natürlich wieder Werder Bremen. Und das ist das schöne Trikot hier und das ist eine absolute Legende, den ich mir öfter hinten drauf machen lassen habe, Claudio Pizarro. Leider auch nicht mehr in FIFA 22 am Start. Und weil Claudio Pizarro nicht mehr in FIFA 22 am Start ist, werde ich mir Ömer Toprak holen, den Kapitän vom SV Werder Bremen. Der wird hier hinten auf jeden Fall alles zusammenhalten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das nächste Trikot, lass mich raten, es wird wahrscheinlich wieder Deutschland. Es wird Deutschland und zwar aus dem Jahr, ich habe gar keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare, sieht auf jeden Fall ganz cool aus, wobei ich finde, es gab schon coolere Trikots. Hinten ist keiner drauf, wir dürfen uns einen raussuchen. Und hier hole ich mir Philipp Lahm, richtig günstig geschossen, für 355.000 Münzen. Das Trikot hat mir übrigens überhaupt nicht gepasst, also das sollte schon sehr, sehr lang her sein. Nächste Icon für unser Team, sieht geil aus. So, wir machen weiter, Griff in den Karton. Es sind noch ein paar Trikots drin, aber mega viele jetzt auch nicht mehr. Ja, bei der Farbe weiß man auch schon, in welche Richtung es geht. Es ist ein Trikot von Chelsea. Hilfe, das ist auch ewig lang her. Das ist auch so in dem Design von dem 2006er Trikot und dementsprechend ratet mal, wer hinten drauf ist. Natürlich the one and only Michi Ballack. Mein Meister. Bester Mann, den haben wir schon im Team, dann holen wir uns jetzt einfach irgendeinen von Chelsea. Mittelfeldspieler Deutschland Chelsea, das passt perfekt. Ballack, Kai Havertz, super Sache. Von dem her Kai Havertz ab in unser Team. So, wir holen uns das nächste Trikot. So langsam neigen wir uns dem Ende zu und das ist... ein Werder Bremen Trikot mal wieder. Ich glaube, das war mein allererstes und zwar von der Legende Thorsten Frings. Den gab es die letzten Jahre, glaube ich, mal als Manager im Verein in FIFA. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Okay, ich habe jetzt einige Seiten geblättert. Es gibt Thorsten Frings nicht mehr, aber der Kollege, der hat dieselbe Frisur. Wir sagen jetzt mal, das ist Thorsten Frings als unser Manager. Boom, da ist er. Thorsten Frings. Nice. Und weil das Video schon mega lange ist, glaube ich zumindest, werde ich jetzt nicht mehr die ganze Bank voll machen, sondern nur noch zwei Trikots ziehen. Hier haben wir einmal Manchester United, auf jeden Fall nice. Und da hinten drauf ist
Paul Pogba. Von dem her, Pogba kommt natürlich auch noch rein. Let's go. Pogba, 722.000 Münzen. Richtig, richtig teuer. Das Trikot habe ich übrigens damals zu Fatal gekauft, als wir bei Fatal Germany mitgemacht haben. Da war Pogba unser Starspieler und deswegen Pogba-Trikot geholt. Und dann hole ich jetzt noch ein letztes Trikot aus dem Karton. Dann haben wir eine Startelf und drei Auswechselspieler und... ja, das musste doch auch noch kommen. Ein schönes KSC-Trikot aus der Saison. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war da 11 Jahre alt. Hinten steht mein Nachname drauf mit der Trikotnummer 11. Also ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Wir holen uns noch einen KSCer ins Team. Für die Bank holen wir uns noch meinen Nachbarn Leon Jensen. Grüße gehen raus, bester Mann. Und damit steht unser Team bzw. die Spieler, mit denen ich gleich die Weekend League Quali zocken werde. Ich baue das jetzt noch ein bisschen um, damit es auf Chemie kommt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Boom, unser Team steht. 88 Chemie, 88er Bewertung. Sieht bodenlos aus teilweise. Der Pogba ist halt wirklich komplett Herr Quatsch. Aber ja, ansonsten sehr, sehr geil. Navas natürlich auch völlig lost, aber eine sehr, sehr coole Truppe. Natürlich sehr deutschlandlastig, einfach deswegen, weil ich ja das ein oder andere Deutschland-Trikot am Start habe. Und dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mit dem Team uns für die Weekend League zu qualifizieren. So, rein geht's ins erste Spiel. Abfahrt. Oh, da ist er. Miroslav Klose, mach dein Salto, Digga. Was jetzt? Was? Komm, flanken das Ding. Einmal rein. Boah, Kai Havertz mit dem 2-0 macht er super. Let's go. Marco Reus auf Miro und der mit dem 3-0. Und jetzt will ich hier einen Salto sehen, mein Bester. Alles klar, ist wohl irgendwie dieses Jahr nicht drin. Alles klar, damit gewinnen wir das erste Spiel mit 3-0 und gehen rein ins zweite. Vamos, wir gehen rein ins zweite Spiel. Sieht okay aus. Boah, was war das für ein Brett von Ben Yedda? Boah, let's go. Per Flanke, Kai Havertz 1-1. Stark gespielt. Reus 2-1. Das macht der super. Miro Klose 3-1. Und da ist der Rage Quit. Es läuft. Wir gehen rein ins dritte Spiel. So, Spiel Nummer 3. Auch ein freshes Team. Komm, Kai Havertz 1-0. Starker Pass. Miro legt ab auf Marco und der mit dem 2-0. Schönes Ding. Klose. Oh, traumhaft. 3-0. Komm, Klose, Junge. 4-0. Oh ja, der Gegner mit dem Tor. Da liegst du doch. Damit gewinnen wir auch das dritte Spiel. Hoffentlich auch das vierte und damit die Quali. Abfahrt rein ins vierte Spiel. Sehr starkes Team. Boah, starker Pass. Auf Klose. Oh mein Gott, wie schön macht er das bitte. Sehr stark gespielt. Reus 2-0 nach 5 Minuten. Oh, das ist super. 3-0, 10 Minuten. Lass doch einfach gut sein, mein Freund. Lass doch einfach gut sein. Ja, Isa, er hat's gut sein gelassen. Und damit holen wir uns die Weekend League Qualifikation mit 4 Siegen in Folge. Sehr geil. Team hat sich auf jeden Fall richtig geil zocken lassen. Hat unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Video aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt, dass ich echt Spaß an dem Video hatte. Klose hat auch echt rasiert. Also der war echt der MVP in diesem Video. War früher auch mein absoluter Lieblingsstürmer, muss ich sagen. So eine unglaubliche Legende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video und Stream wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.